Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich begrüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Threat Jedi Command World War II. Wonjoob gegen den Herzog. Er hat mir gerade geschrieben, im Norden läuft es eher schleppend voran, im Süden dafür sehr gut aufgrund seiner Fallis, weil er da reingesprungen ist irgendwie. Aber der war doch eben mit 4 Versorgung da nur. Ich meine, man kann doch nicht abspringen, wenn man unter 4 Versorgung ist. Darum bin ich gerade etwas verwirrt. Wir müssen mal sehen, wie es da läuft. Weil Kiew, meine ich, hat mir eine Truppe drauf stehen. Natürlich haben wir da irgendwelche Dörfer drumherum noch einnehmen, aber. Oder hatte ich auf Kiew nicht stehen? Ach, ich bin mir jetzt unsicher. Ja, okay, das ist jetzt nicht das Problem. Ah, der muss zurück. Ja, das ist klar. Ah, ist okay. Ah, okay. Ist okay. Der hat einen Schaden kassiert? Okay. Mhm. Minsk ist jetzt ein Problem. Müssen wir jetzt mal gleich mal gucken. Ah, Lemberg bleibt da echt eine Weile stehen. Also, wieso kriegt der nationale Moral durch Lemberg? Die Einheit hatte mehr Nachschub als nur 5. Das raff ich jetzt gerade 0. Weil der war ja bei 8 Nachschub, ist der gestartet. Okay, das ist klar. Wieso können die springen? Ich hab doch eben nachgesehen gehabt, die hatten 4 Nachschub. Können die instant jedes Mal nachspringen? Ist ja fast halb gecheatet dann, oder? Scheißmechanik in dem Spiel auf jeden Fall. Der hat die wahrscheinlich hier drin, genau. Das war Absicht, perfekt. Okay, das ist in Ordnung. Du bleibst mal da stehen. Du kriegst die Lebenspunkte oder so. So, passt. Das raff ich 0, ne? Okay. Du machst keinen Sinn, da zu bleiben. Du hast nur 4. Mal kurz einschiffen. So, den muss ich mal wieder auffrischen, weil sonst hat er nicht genügend Leute. Ja, aber dann kann er ja immer weiter jumpen. Das ist ja dann eine fast unmögliche. Verteidigungslinie. Das passt. Hä? Okay. Also Kiew muss auf jeden Fall jetzt erstmal verteidigt sein. Du musst dahin. Den kriegt er sowieso. Wir müssen den und Kharkiv jetzt verteidigen. Aber der kann ja immer weiter. Also wie gesagt, das raff ich nicht. Wenn der 4 Nachschub hat, wieso der dann da hinspringen kann? Instant. Dann wüsste ich auch nicht, wie ich das jemals richtig ernsthaft verteidigen soll. Okay. Du gehst jetzt mal nach hier.
Genau. Dann müssen wir das machen. Ah, okay. Als erstes kaufen wir die zerstörten Dingens wieder ein. Dann gerne auch die zwei Jungs. Den. So, ist gefallen was. Du musst erstmal Lebenspunkte haben. Du musst Lebenspunkte haben. Dann brauche ich dich. Harkiv oder das hier. Die Stadt macht keinen Sinn zu halten. Das macht auch keinen Sinn. Du gehst raus, dann musst du den jagen. Dann machen wir mal einen Schaden, das ist in Ordnung für mich. Und hier habe ich jetzt ein massives Problem, ne? Wenn der wüsste, dass ich dann nichts mehr in der Hinterhand habe. Wir müssen Kurs kaufen. Eine Garnison. Einfach nur, um Sachen aufzufüllen. Weil das ist eine mittelmäßige Katastrophe da in Russland gerade. Deshalb auch erstmal voll reinbuttern. Und jetzt die Route checken. Wo ist er? Moment, Moment, Moment. Das müssen wir jetzt mal kurz prüfen. Ich hätte mir ja sonst die Hexzahl aufgeschrieben, ne? Aber der ist ungefähr in dem Bereich. Hier war der ungefähr. Okay, der hat sich irgendwie verduftet. Der könnte auch in einen der Dinger hier reingefahren sein. Okay. Hier in die Fjorde oder sowas. Müssen wir mal prüfen. Oder bist du da? Nee. Einfach weiter mal nach oben gurken. Okay. Das macht keinen Sinn. Eigentlich brauche ich hier nicht mehr lang fahren, weil der hat nichts mehr. Der wird die entweder alle in den Häfen haben oder irgendwo versteckt und nicht mehr benutzen. Darum macht es eigentlich wenig Sinn, da ernsthaft was zu spielen. Also auf See. Du kannst meinetwegen nach hier oben fahren. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, die da zu benutzen, aber die werden einfach mal die Route hier im Auge behalten, weil das ist die wichtige Route.
Jetzt, demnächst. Alle anderen sind egal. Okay. Die haben einfach überhaupt keinen Nachschub. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Okay. Ich raff das hier null, ne? Also ich hätte, wenn er da reingerückt wäre, das hätte ich verstanden, aber das raff ich null. Ja, muss ich einfach akzeptieren. Muss ich nicht verstehen, muss ich akzeptieren. Okay. So, jetzt gucken wir mal auf die nächste Geschichte hier. Wieso machst du nur einen einzigen Schaden? Das ist doch zum Mäusemelken. Der muss weg, weil der macht nämlich, kann nämlich zweimal angreifen, glaube ich, ne? Ein Angriff? Ja, aber es ist eine Aufklärungsphase, der wird zwei Angriffe haben. Okay. Ich könnte die Italiener angreifen. Ich müsste... Ah, ich hätte die Waffen upgraden können. Oh, das war doof. Okay, du kriegst die Waffen schon mal upgegradet. Nach da. Waffen. Ich hätte die tauschen müssen. Okay. Das ist natürlich uncool, ne? Ich probier's einfach mal. Okay, es funktioniert einfach nicht. Er kriegt jetzt... Ich muss eigentlich auch noch tacken, ne? Komm, die Panzerabwehr brauchen wir mal. Gegen diesen Kackpanzer hier. Okay, da hat er einen Chor. Wieso hat er so viel Verteidigung? Ach, weil er verschanzt ist. Aber ich habe ihn doch gerade angegriffen. Wieso ist er nicht entschanzt? Okay. Wisst ihr was? Ich überlege gerade, diesen strategischen Bomber runterzubringen. Weil wir haben so viele Flieger. Hier aktuell. Okay. Taktischer Bomber. In der Verteidigung kann er nichts. Du machst keinen Schaden. Nochmal probieren. Der hat halt drei Cores wieder rangebracht, ne? Automatisch feuern auf jeden Fall. Und ich raff auch nicht, wieso ich frontal eine Artillerie nicht bekämpfen kann. Eine Verteidigung gegen Weich. Eins.
die ist auf einem klaren Feld. Hat vielleicht eine Erfahrung, keine Frage. Ne? Hat auch den guten General Rommel, das ist auch gut. Aber harte Verteidigung 0. Ich habe ja gerade eben ihn hier, wollte ich hier angreifen lassen oder habe angreifen lassen. Es war 0-0. Er ist ihm hier unterstellt, hat einen 6er General, ist auch in Ordnung. Er hat ein Dingens. Wieso mache ich dem keinen Schaden? Es ergibt 0 Sinn. Müssen wir die vielleicht an Tobruk rankommen lassen? So ein bisschen zurückziehen. Ah, hallo mein Freund. Ach scheiße, der hat ja noch den taktischen Bomber. Die Marinebombe habe ich zwar weggehauen, aber den taktischen, ne? Nach vorne. Irgendwie alles ein bisschen ärgerlich. Nee, das machen wir noch nicht. Das machen wir. Einmal den verbessern und dann jetzt nächste Runde den nächsten wieder geben. Will jetzt aber auch nicht so viel auf einmal machen. Damit wir nicht immer noch den Tech weiter voranbringen können. Aber das ist und bleibt mir ein Rätsel, ne? Weil im Prinzip, wenn das eben funktioniert hat, weil der mit 4 Nachschub da gelandet ist, dann müsste der ja jetzt gleich auch wieder jetzt nach Harkiv hüpfen können, ne? Ich kann es einfach nicht verhindern. Ah, okay, hier. Jetzt habe ich mich noch verdrückt. Jetzt habe ich mich auch noch verdrückt, verdammte Kacke. Gut, den Panzer, das kostet hier eine Runde. Der hat dem sogar Mobilität gegeben. Okay. Das ist krass. Der hat ziemlich viel investiert, der auch Mobilität. Dabei sind die Panzer vom Italiener gar nicht mal so geil, ne? Mit 1. Okay. Ja, gut, da kann der gerne mit seinem Panzer angelaufen. Da auch. Aber da wird er wenigstens mal noch Infanterie reinschicken. Das hier habe ich nur gemacht, damit er den Nachschub verliert. Dann ist er ein bisschen langsamer. Die Runde ist nicht befriedigend. Das hier ist jetzt auch nicht mehr gut. Das ist nicht gut. Okay. Das haben wir jetzt noch nicht bombardiert. Das mache ich mal. Wie viel hat denn eigentlich schon mittlerweile durch Bombardierung verloren? Sieht man das nicht? Überfallangriffe. Strategische Bombardierung. 200 Punkte. Da sind das hier aber niemals mitgerechnet, ne? Ah, so ein oder zwei Runden kann er da noch aushalten. In Nordafrika findet sich eine kleine Spezialität, bla bla bla. Die tapferen Einheiten können. Ja, mach mal. Da wir uns mehr und mehr Alliierten zuwenden, gäbe es die Möglichkeit, die Briten bei ihrem Kampf zu unterstützen. Wir können ihren Schiffen erlauben, unsere Häfen zu blablabla.
Sollten wir in den Krieg eintreten, will. Kostet nichts, dafür will. Ja, ist irrelevant. Ja, ich wusste es, dass es irgendwo überfallen wird. 800 Punkte. Haben wir leider nicht gefunden, der ist bestimmt kurz vorm Hafen. Also kurz vor der hier Murmansk oder wie das Ding auch immer heißt. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.